Trainingsauftakt bei den Fishtown Pinguins. Am Montag durften die Eishockey-Profis zum ersten Mal offiziell aufs Eis. Die Jungs waren in der Eisarena voll bei der Sache. Es war Tempo drin. Auch Mike Stewart, der neue Coach bei den Pinguins, hatte seinen Spaß. Er lobte seine Spieler im Anschluss für deren Engagement. Nur ein Profi fehlte: Roman Weber. Der Stürmer hat seinen Vertrag mit den Pinguins überraschend wegen privater Probleme aufgelöst. Für den Angreifer wird nun Ersatz gesucht. In einem Tryout sollen sich mehrere Talente um den freien Platz bewerben können. Wie die Testspieler heißen, stand am Montag noch nicht fest. Beim Pinguins-Training stand übrigens auch Markus Sovelo auf dem Eis. Der Deutschfinne hält sich in Bremerhaven fit, weil bei seinem neuen Club in Selb noch Sommerpause ist.